So, jetzt aber. Jetzt kommen wir zu einem Mann, zu dem ich gerne eine Standleitung hätte. Und zwar abends zum Vorlesen. Dann würde ich, glaube ich, immer sehr schön in die Träume kommen. Aber ich glaube, er hat abends relativ selten Zeit, weil er so oft auf Theaterbühnen steht. Er spielt nämlich schon seit vielen, vielen Monaten, man kann von Jahren sprechen, eine der meistgehassten Figuren der Historie, nämlich Judas. Herzlich willkommen, Ben Becker. Jetzt bin ich dran. Hier kann es eine rauchen gehen. Das dauert länger, meinst du? Nee, das bei dir länger? Wir kennen uns, verpasst nichts. Ja, ihr beide seid gute Freunde, oder? Ja. Eher Bekannte. Ja. Woher kennt ihr euch? Ach, da wollen wir nicht drüber sprechen. Aber wir mögen uns. Warst du dabei bei der Pizzeria-Affäre? Nein. Der wäre dann, wir mögen uns. Wär dann noch grausamer ausgegangen. Ja, Gott. Okay. Okay. Wollen wir über Judas sprechen? Gerne. Ja? Warum spielst du diese Figur so gerne? Du spielst sie schon sehr lange und mit großem Erfolg. Das Stück wird immer wieder aufgelegt und ist noch bis Ende 2017 wahrscheinlich ausverkauft. Naja, nur so alt bin ich ja nur auch noch nicht. Also, und das gibt es halt jetzt seit, ich weiß nicht. 2015, wann, ne? Seit 2015. Und das ist einfach so. Ich bin Schauspieler und auch oft nur Angestellter. Und man hat bei mir einen Text vorgeschlagen von einem Menschen, der heißt Walter Jens, den ich da über diesen Text kennengelernt habe und weiß, dass er ein großer Rhetoriker ist, oder das ist auch egal. War. Ich habe großer Literat, war. War, ja. Ja, gut. Ist. Immer noch falsch. Geblieben ist. Das Werk ist immer noch, ja. Moment, nicht sich mit einem ist. ich fand den Text einfach irgendwie, da hat man gesagt, wollen Sie das machen? Und dann ist er gelesen und ich gesagt, pff, wer schreibt denn sowas? Das ist ja toll. Und da habe ich gedacht, das kann man nicht einfach so als so ein Auftragswerk machen, sondern ich habe gedacht, das interessiert mich, da möchte ich mehr wissen. Ich möchte das gerne auf die Bühne bringen. Und dann habe ich angefangen, daran zu arbeiten. Und dass solche Texte in der heutigen Zeit so einen Anklang finden und die Leute sich dafür interessieren und damit auseinandersetzen, ist natürlich ganz toll. Das kann man ja vorher nicht wissen. Aber das ist so und das macht mir großen Spaß. Also es ist auch harte Arbeit. Aber es ist natürlich toll, wenn die Leute, den Geschichten, die man zu erzählen hat, wenn die Leute denen folgen. Mhm. Zu welchem Ergebnis bist du denn gekommen? Judas der Verräter, ist er eine der fehleingeschätztesten Personen der Historie? Ich weiß nicht, ich will gar nicht zu einem Ergebnis kommen. Ich bin ja nicht in der Politik und sage, da lang geht's. Mhm. Aber ein Stück stellt ja Fragen. Und stelle Fragen auf der Bühne, indem ich mich auseinandersetze mit was haben Sie zu sagen oder Sie. Und das will ich gar nicht werten. Mhm. Ich kann mich nur hinstellen und sagen, ich stelle jetzt mal was in den Raum und sage, was halten Sie denn von dem Bild, was ich gerade gemalt habe? Die Antwort habe ich beileibe nicht. Das will ich auch nicht. Das maße ich mir auch nicht an. Mhm. Und das ist auch das Schöne, dass Leute sich einlassen auf diese Infragestellung und auch auf diese Art von Selbstreflexion. Also wer hat Schuld, oder Judas ist immer die Schuldfrage. Wer hat Schuld, wer hat was, warum, wie viel Schuld habe ich? Und das ist irgendwie ein sehr spannendes Thema, auch gerade in unserer Zeit, wie Sie es gerade ansprachen, was den unfassbaren, wie soll ich das sagen, extremen Rechtsruck, der uns da gerade begleitet, angeht oder so. Das wirft ja Fragen auf. Warum ist das so? Also warum haben wir in Syrien die Lage, die da ist? Warum hauen die Leute da ab? Warum geht eine Mutter mit ihrem Kleingeborenen irgendwie und wandert hoch nach, was weiß ich, Rostock, Bremerhaven und kommt da an und wird in irgendeine Turnhalle gesperrt und dann kommt ein anderer Idiot und sagt, ja, alles Gute zum Geburtstag, frohe Weihnachten und schmeiße einen Molotow-Cocktail rein. Mhm. Warum? Was denkst du in solchen Momenten? Nein, du sowas, ich denke aber nur, wer? Warum? Die Frau kommt ja hier nicht zu Fuß hoch, weil die sich hier Mercedes kaufen will oder so. Die hat ja keine andere Chance. Nee, die kommt aus wer Not. Ist schuld? Ja. Aber diese Schuldfrage, die interessiert mich. Ohne, dass ich sage, der ist schuld oder sie sind schuld. Mhm. Und versuchst Frage, du auch du schuld, oder bin ich zu schuld, finden, oder Ben, oder stellst was? Du nur die Fragen? Versuchst du auch Antworten für dich Nein, zu finden? Nein, das finde ich,
Das kann ich nicht, das fände ich anmaßend. Wenn ich meinen würde, ich hätte Antworten, dann wäre ich in die Politik gegangen und würde sagen, ich trete der FDP bei und sage, in Berlin Tegel muss bleiben, was ich sehr komisch finde. Aber dafür bin ich nicht verlogen genug. Deswegen bleibe ich lieber... Ich meine Ernst, ey, was gibt's da zu lachen? Deswegen bleibe ich lieber Schauspieler und erzähle Geschichten und werfe Fragen auf. Malu Dreyer, muss man verlogen sein, um in der Politik reüssieren zu können? Oh, jetzt geht's. Ja, weil es war ja letztlich ging's in ihre Richtung. Also ich persönlich bin nicht der Auffassung und ich finde es manchmal auch echt ein bisschen bedauerlich, dass permanent diese Dinge so gesagt werden. Ich kenne unglaublich viele Politiker und Politikerinnen, die haben eine ganz andere Auffassung davon. Also mir liegt das völlig fern, Leuten irgendwelche Geschichten zu erzählen, hinter denen ich nicht stehe oder von denen ich nicht total überzeugt bin. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich meinte das auch nicht als Vorwurf. Ich habe nur gesagt, dass ich das nicht kann. Und dass ich mich nicht entscheiden kann, dahingehend zu sagen, ich trete jetzt der SPD bei oder der FDP oder versuche ihnen Antworten zu geben, sondern als Künstler und Schauspieler, der ich bin, stelle ich Fragen in den Raum. Und die sind schon so komplex und kompliziert, dass es mir eigentlich reicht. Ja, aber ich finde es auch ein bisschen gefährlich, immer zu sagen, alle Politiker sind verlogen. Habe ich das nicht gesagt? Es klang ein bisschen so. Ja, dann tut es mir leid, das war nicht so gemeint. Weil es fördert auch die Extreme. Ich würde nur sagen, dass ich da nicht rein. Wenn man sagt, alle Regierungsparteien, alle sind einfach verlogen, alle müssen. Und dann kommen solche Parteien hoch, weil sie sagen, alles, wir haben es auch in Frankreich. Es nein, haben Sie mich falsch verstanden, das habe ich so nicht gemeint. Sagen, dass ich, das alle war so nicht lügen gemeint. Und probieren Sie uns, wir sind doch anders. Und sind die Politiker schuld, wenn sie so viel versprechen? Oder sind die Wähler schuld, dass sie einfach, also wir haben es auch in Frankreich ganz stark, wenn sie gewählt werden wollen, müssen sie was versprechen. Und meistens Sachen, die sie nicht anhalten können. Ja, und aber das, weißt du, du spielst Harfe und ich spiele Theater. Und ich, wie gesagt, ich möchte Fragen, ich stelle mir selber Fragen. Ja. Also mein Papa hat immer gesagt, Staunen, der erste Grund zur Wahrheit der Liebe. Das hat er mir mal mit auf den Weg gegeben. Das fand ich toll. Ja. Und das ist mir reicht das erstmal so. Natürlich gibt es Leute, die voller Überzeugung arbeiten und so weiter. Ich will die auch nicht angreifen. Man hat nicht mich nur gerade gefragt, warum beschäftigen Sie sich mit jemandem, der angeblich der böse Bezlebub der Bibel ist und eine gewisse Schuld in sich trägt. Wir haben Glück, weil wir sind auf der Bühne und Leute meistens kommen zu uns und mögen uns und unterstützen uns. Und wir müssen uns nicht so viel mit Kritik und Auseinandersetzungen tun. Aber ja, das müssen wir schon. Ja, auch. Aber was ich meine, ist, dass wir müssen nicht einen Weg zeigen. Wir können sagen, okay, wir haben auch Zweifel als Künstler. Ja, aber du hast heute Abend wunderschön Harfe gespielt. Ja, aber und du machst ja keine billige Popmusik. Das interessiert dich auch nicht, sondern du stellst dich dahin und stellst ernsthaft das in den Raum, wie ich das heute Abend gesehen habe. Ja. Und den Versuch betreibe ich als Künstler auch. Ja, deswegen werde ich nicht in jeder ZDF-Serie vom Auto überfahren. Aber auch als Politiker, als Politikerin darf man durchaus auch Zweifel haben. Also ich nenne mal das Thema Populismus. Ja, wie oft fragen wir uns, wie geht man eigentlich mit dieser AfD um? Was sind die Ursachen und so weiter? Man muss auch als Politikerin nicht auf alles eine Lösung haben. Also so agiere ich auch nicht. Natürlich erwarten die Leute von mir als Ministerpräsidentin, dass ich ihnen irgendwann ein Angebot mache, wie ich die Dinge löse. Aber trotzdem finde ich es auch ehrlicher, nicht so zu tun als Politiker, als würde ich alles wissen. Das ist gar keine Frage. Aber Sie müssen halt auch nach Antworten suchen, ne? Und ganz Möglichkeiten genau. der Antwort auch aber bereithalten. Aber die Kunst zum Beispiel ist etwas, was uns total bereichert. Mich bereichert es total, dass die Kunst die Freiheit hat, Fragen zu stellen, Dinge auf den Tisch zu bringen, die manchmal unter den Tisch gekehrt werden. Ja, das ist ja etwas, was uns total bereichert, wo ich auch sehr glücklich darüber bin, dass wir tolle Künstler haben in diesem Land. Ja, das finde ich auch. Also deswegen bin ich, aber deswegen habe ich gesagt, da trete ich der FDP nicht bei. Ich muss leider immer über die FDP lachen, weil ich immer Reden schreibe oder halte, so frei für die FDP und mir läuft die Soße runter vor Lachen. Aber ich mache das so gut, dass ich sage, ihr wärt ganz weit vorne, wenn ich morgen um 8 da stehen würde bei uns ja, im Bundestag und eine Rede halt für die FDP. Ich mache es halt einfach nicht,
weil ich selber drüber lache und mich dabei nicht ernst nehmen kann. Ja. Wo hältst du die Reden? Für dich so alleine? Ich frage, hat er doch gesagt, wenn er nackt im Garten steht. Vom Spiegel. Okay. Ich zieh mir einen gelben Pulli über und dann geht's los. Sehr schön. Wenn du nackt im Garten stehst, oder? Wenn ich nackt im Garten stehe, halte ich keine Reden, da mache ich was anderes. Das kann ich dir nicht sagen, Frau Mich würde mal was, darf ich kurz mal? Ja, natürlich. Mich würde natürlich mal interessieren, weil das ist ja nun mal auch ein Thema, was auch sehr polarisiert. Ne? Was denn deine Bäcker nackt im Garten? Nein, das nicht. Und das vielleicht auch, aber nein, diese Judas-Geschichte. Ja. Was war denn deine Intention, einfach zu sagen, genau das will ich jetzt machen? Weil das ist ja schon auch echt auch harter Tobak. Ne? Ja, weil ich diese Schuldfrage und wo trifft mich selber Schuld? Und das, dieser Text, der geht einem so rein, das kann man hier kaum erklären, aber es ist halt so, dass der hat mit jedem von uns etwas zu tun. Jeder hat so ein kleines bisschen Schuld. Mhm. Und jeder hat so eine kleine Leiche im Keller. Und sagt, und wenn man das plötzlich da raus und sagt, was wollt ihr denn von mir? Mhm. Wer sagt denn, ich habe das und das gemacht? Wie kommt ihr denn darauf, mich für schuldig zu erklären? Wer gibt euch das Recht? Und wenn ihr das auf eine Art, dann plötzlich glaube ich, dass ich das herstellen kann, dass die nicht sagen, der stellt sich die Frage, sondern die sitzen und sagen, ich stelle sich die selber. Wo ich stelle die mir selber. Und das irgendwie am Ende zu also abzuschließen oder wie auch immer, so ein Theaterabend geht ja auch mal vorbei, vorn auf vorn zu, so ist das nun mal. Und dann zu sagen, nein, 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 ich kann nicht mehr. Und ein großes Fragezeichen im Raum zu lassen. Und dieses Fragezeichen steht ja überhaupt heute in unserer Zeit da draußen, Fernseher an, Fernseher aus. Oder wie ist das denn mit deiner Tochter, Ben? Du hast eine 16-jährige Tochter, ne? So ein Sprung jetzt. Ja, ja, ja ich frage mich. Und jetzt. Ich habe natürlich schon die ganze Zeit überlegt. Aber ich habe was gefunden. Pass auf, jetzt kommt's. Kinder stellen ja auch gerne Fragen. Und dann haben normalerweise die Väter oder die Eltern die Rolle, dass sie die Fragen beantworten. Wie ist das bei euch? Normalerweise. Mhm. Bei mir geht so. Das ist, ich weiß nicht. Ich bin ja selber irgendwie mit. Wenn du mich fragst, auf eine Art und Weise, meine Mama mag das überhaupt nicht hören. Wahrscheinlich guckt die sowieso was anderes. Mit unheimlich viel Freiheit, mit wahnsinnig viel Freiheit groß geworden. Wo ich fast sage, vielleicht war es sogar ein bisschen Fülle. Aha. Und was heißt das? Also, gab es Grenzen und wenn ja, wo? Sehr wenig und manchmal ein bisschen zu wenig. Mhm. Also ich habe gesagt, jetzt will ich Gitarre spielen. Und nachdem ich nach drei Tagen der Beatles nicht rauf und runter beten konnte, habe ich das Ding in die Ecke geschmissen und habe gesagt, scheiße. Und das hat man mir durchgelassen und das finde ich nicht gut. Mhm. Und mit dem, der Herr Harfenist wird mich verstehen. Mhm. Und ich habe zu meiner Tochter gesagt, Xavier, mach, was du willst, aber ich möchte... Und da hilft meine Frau auch irgendwie. Ich habe gesagt, eine gewisse Kontinuität möchte ich drin haben. Mhm. Also, wir haben ja vorhin schon in der Garderobe darüber geredet. Da kannst du ein Pferd haben, jetzt willst du einen neuen Sattel. Dann kommt der Hufschmied, dann muss der Alte wieder Theater spielen, um den Stroh zu löhnen oder was weiß ich. Aber ihr habt gesagt, nein, aber dann nicht heute ein Pferd kaufen und morgen geht's zum Schlachter. Mhm. Ja. Das läuft nicht, sondern dann gerade. Und das ist so das Einzige, was ich, glaube ich, auch vom Otto übernommen habe, ist... Auf der Gast gewesen bei deiner neuen... Kontinuität, bescheiß mich nicht, ich liebe dich. So, und mehr kann ich nicht tun. Und natürlich bin ich immer noch ein durchgeknallter, außergewöhnlicher Papa, Künstler, verrückt. Ich ziehe nicht mehr durch die Berliner Nächte, aber ich höre durchaus gerne noch laut Musik. Ja? Und was man, zur Verwunderung meiner Frau, die dann nachts um drei im Pyjama rüberkommt und sagt, sag mal, spinnst du? Ja? Ja. Der Hund kann nicht schlafen. das ist schon so. Und dann sagt die auch, ja, Papa ist ein bisschen anders,
Aber eine Papa-Tochter-Beziehung ist immer eine tolle Beziehung. Die liebt mich wahnsinnig. Und diese anderen strikten Sachen, die mich nicht interessieren, die macht meine Frau. Und ich gehe den Leuten Gedicht aufsagen und kriege dafür Geld und bezahle den anderen Schrott. Und das kann ich, inklusive Pferd. Und das finde ich, da habe ich doch immerhin was geschafft mit meinem Hauptschuh. Ich habe es dir vorhin auch schon gesagt, ich habe ein sehr schönes Interview gelesen mit dir und deiner Tochter zusammen, quasi wie so eine Art Doppelinterview, wo ich dich mal von einer ganz anderen Seite erlebt habe, nämlich wirklich, wenn ich das so sagen darf, ganz weich und warm und offen, weil Lilith, so heißt seine Tochter, auch zwischendurch immer mal Kontra gegeben hat. Das war sehr schön, mal zu sehen, wie du ihr gegenüber dich verhältst. Und sie hat was wirklich Lustiges gesagt. Sie hat gesagt, auf die Frage, ob du manchmal mit zum Elternsprechtag gehst, hat sie gesagt, sie nimmt dich nur mit zu Lehrern, die sie nicht mag. Kannst du das sagen? Hast du das gehört? Ja. Bei euch auch so? Ja, naja. Ja, aber da hat sie natürlich ein bisschen was vom Papa übernommen. Also diese, das ist schon ein bisschen frech und ganz so ist das auch nicht. Ich gehe grundsätzlich nicht auf Elternsprechtage oder so, weil ich kann da nicht drauf. Ja. Ich mag es einfach nicht. Und so, und dann habe ich sie aber einmal erlöst von einer Klavierlehrerin, natürlich. Ja, eine Bestie. So. Und dann hat sie gesagt, Papa, bitte. Und ich gehe dahin und ich war so fertig. Ich war schweißgebadet, weil ich kann Obrigkeiten nicht ab. Mhm. Also wenn du mich in Amerika durch den Zoll schießt, dann kommen die ganze Soße raus und ich bin fertig, weißt du. Und dann sagt sie, ja, Papa. Und ich war so aufgeregt und habe gesagt, nein, ich so, wissen Sie, meine Tochter möchte mit Ihnen nicht mehr zusammenarbeiten. Und da sagte ich, ja, aber Herr Becker, aus pädagogischen Gründen finde ich es doch gut, wenn die Lilith die heutige Stunde noch mitmacht. So, und darauf die Kleine zupfelt mir so am Rock. Und ich sage, nee, hören Sie mal zu. Ich sage, ich bin anderer Meinung. Lilith, wir beide gehen jetzt auch mit der Hatschi. Und dann habt ihr die Hand in der. Hab gedacht, oh, mich zum ersten Mal durchgesetzt. Und dann war die Kleine natürlich wahnsinnig stolz und hat gesagt, mein Papa ist der Beste auf der Welt. Das will man mehr. Also. Ich werde echt sentimental, wenn es um die Kleine geht. Ja, ich merke das und ich finde das sehr schön. Total weich. Und weißt du was? Wenn ich einer Tochter mal irgendwann ein Geschenk machen muss, dann kriegt sie von mir ein T-Shirt und da steht drauf, mein Papa ist Ben Becker und ich bin bereit, ihn einzusetzen. Vielen Dank.